Hey Leute und willkommen zur vorweihnachtlichen Zeit hier bei den Last Movie Heroes und ich durfte mir schon den Film Der Grinch angucken. Ihr kennt ja vielleicht noch die Verfilmung aus dem Jahr 2000 mit Jim Carrey. Das Ganze wurde jetzt nicht so in dem Sinne neu real verfilmt, sondern kommt als Animationsfilm am 29. November in die deutschen Kinos. Produktionsstudio ist Illumination, die ja auch schon die Minions und ich einfach unverbesserlich auf die Leinwand gezaubert haben. So, in diesem Grinch-Animationsfilm geht es darum, wie es eigentlich immer beim Grinch geht. Der Grinch, der hasst Weihnachten und der möchte Weihnachten stehlen. So, eigentlich ist das Ding auch irgendwie so ein bisschen gesellschaftskritisch, denn man hinterfragt so, ist das Ganze nur kommerziell, braucht es Weihnachten, geht es nur darum, Geschenke zu kaufen, wenn man mit Religion nicht so viel am Hut hat oder so, und sieht man das wirklich nur als Kommerzialisierung, wobei man sagen muss, jo, Geschenke sind ja auch irgendwie eine Geste und auch als Dankeschön zu sehen, und genau das bringt der Film hier dann eben auch richtig gut rüber. Da greife ich auch schon fast Richtung Ende, weil vorher hat der Film auch eigentlich gar nicht so viel zu bieten, was ich euch erzählen kann. Ich fand es ganz gut, dass man hier so mal beide Ansichten gesehen hat. Also zum einen braucht man das wirklich und man bekommt auch irgendwie so ein Gefühl für den Grinch, warum er Weihnachten nicht mag und dass er das alles blöd findet und so, aber eben auch ein Gefühl für die Bewohner dieses Dorfs, die werden ja Hus genannt, was sie so toll an Weihnachten finden, dieses Miteinander, dieses Zusammensein und so. Das war schon fast zu schmalzig schön, aber irgendwie hat es mir auch das Herz erwärmt und das, fand ich, gehört auf jeden Fall zu den guten Seiten in dem Film. Außerdem fand ich es ganz gut, dass hier wirklich Familien zusammenkommen, das Leben miteinander sehr gut gezeigt wird und generell, was Weihnachten so bedeutet. Das kommt wirklich gut rüber, aber da muss ich eben auch leider schon auf die Story zu sprechen kommen, denn die habe ich euch ja eben schon erzählt und mehr ist es auch gar nicht. Wie gesagt, der Grinch, der mag Weihnachten nicht, klaut den Leuten dann die Geschenke und die Deko und das war's. Mehr passiert nicht. Bis das passiert, verstreicht auch eine ganze Zeit. Ich meine, bis dahin darf der Grinch mal Kindern irgendwie Sachen wegnehmen oder Schneemänner zerstören oder so, was dann vielleicht lustig ist, weil es gemein ist. Aber an sich passiert hier dann doch fast schon herzlich wenig. Und das finde ich ein bisschen schade und hier wurde auch einiges an Potenzial verschenkt. Es gibt Figuren, die sind super interessant. Man bekommt gleich zu Anfang eine alleinerziehende Mutter präsentiert, die mit ihren Kindern ja fast schon überfordert ist. Aber auch da passiert in ihre Entwicklung rein gar nichts. Man bekommt von dieser Figur so gut wie gar nichts mit. Und das fand ich schade. Da gab es auch eigentlich einiges an Potenzial, was man dann eben dem Zuschauer auch mit an die Hand hätte geben können. Das wurde hier einfach völlig verschenkt. Und auch die eine Tochter, die älteste Tochter von dieser alleinerziehenden Mutter, die ist niedlich und lieb, auch die hätte mehr Potenzial gehabt. Da gab es wohl auch schon mal früher Konfliktpotenzial mit ihren Freunden. Das kommt mal ganz kurz zur Sprache, aber nichts davon wird gezeigt. Man fokussiert sich wirklich hier einfach nur auf den Grinch. Und ich muss sagen, der Grinch an sich gibt als Figur viel zu wenig her für 90 Minuten. Das ist einfach zu dürftig. Es ist zwar ganz nett zu sehen, wie er Kinder ärgert. Man hat da Spaß. Es gibt einige Gags, die sitzen auch. Und ich finde auch die Entwicklung von ihm ganz gut. Die sieht man allerdings erst am Ende. Und bis dahin plätschert das Ganze doch leider schon so ein bisschen vor sich hin. Und dadurch, dass er dann eben irgendwann den Leuten die Sachen klauen will und man vorher so viel Zeit verloren hat und eben keine Charakterzeichnung begangen hat, muss ich sagen, ja, da löste das dann doch irgendwie auch keine Emotion bei mir aus, weil man eben viel zu wenig Energie und Aufwand in die Story gesteckt hat. Das fand ich wirklich schade. Ein paar gute Gags, wie gesagt, die sitzen und die halten den Zuschauer auch bei der Stange und das Ende ist auch wirklich gut. Aber ein paar Witze, die wurden auch leider schon im Trailer verpulvert. Die sagt nur die Ziege, da habe ich im Kino zwar gelacht, aber als ich den Trailer gesehen habe, da wäre ich ja fast vom Stuhl gefallen, weil es so witzig ist. Und das ging mir so ein bisschen ab. Es gibt einige weitere sehr witzige Ideen oder so, aber so richtig umgehauen hat mich leider kein Gag. Und ich muss sagen, aber dafür fand ich den Film trotzdem nett anzusehen, weil er sehr unterhaltsam war dafür, dass die Story eigentlich ganz dünn ist. Und ich fand die Animation unglaublich gut. Vor allem, was so den Schnee angeht, dass er einfach richtig gut animiert aus. Das fühlte sich nach richtig echtem Schnee an, auch wenn er sich da so verbuddelt oder so. Das sieht einfach klasse aus und das macht auf jeden Fall was her. Aber ob das 3D was hermacht, das kann ich euch gar nicht sagen. Ich habe den Film nämlich nur in 2D gesehen. Allerdings wirkten ein paar Kameraeinstellungen so, als wären die extra auf 3D ausgelegt worden. Ich weiß jetzt aber nicht, ob es dann wirklich mal Pop-Outs gibt, die so aus der Leinwand rauskommen. Es sah stark danach aus, aber bestätigen kann ich es an dieser Stelle nicht. Und was ich auch noch schade fand, ist, dass nach dem Abspann so rein gar nichts mehr kam. Da hätte ich mir vielleicht noch irgendwas gewünscht. So. Das ist dann eigentlich schon meine kurze Review hier zum Grinch und der Film bekommt von mir solide 6 von 10 möglichen Punkten. Die Kids, die im Kino waren, die hatten auch ihren Spaß. Ich habe mich auch gut unterhalten gefühlt, wie gesagt, ein paar Gags, die sitzen. Aber ihr wurde unfassbar viel Potenzial verschenkt. Das ist jetzt kein Film, bei dem ihr sagt, den müsst ihr euch unbedingt ansehen, aber er ist ganz nett mal so für zwischendurch. So, vor dem Film gab es übrigens noch einen Kurzfilm zu den Minions. Das zeigt so diese kleinen gelben Lieblingsviecher von mir im Knast.
Und das fand ich ganz nett und das war hin und wieder mal für einen Schmunzler da, so dass ich sagen musste, lustige Idee, aber so richtig von den Socken hauen hat es mich auch nicht. Und da unterscheidet sich dann vielleicht auch ein Kurzfilm von Illumination von einem Kurzfilm von Pixar. Denn Pixar, die haben immer was zu erzählen, die regen einen zum Nachdenken an. Und das hatte Illuminations weder mit den Minions, leider noch mit dem Grinch, beziehungsweise beim Grinch leider erst sehr spät. Und das ging mir so ein bisschen ab. So, das waren meine Worte zum Film Der Grinch, der jetzt am 29. November in die Kinos kommt. Ich hoffe, ihr könnt meine Review trotzdem gut nachvollziehen. Lasst mal wieder ein Gefällt mir da. Und wir sehen uns dann einfach im nächsten Video. Und ich sag jetzt schon mal, falls ihr das Video ziemlich spät gesehen habt, frohe Weihnachten!